Heute auf dem Programm die zweite Vendée-Durchquerung dieser Tour de France. Start in Mouilleron-Saint-Germain und das Ziel in La Roche-sur-Yon. Die Distanz 182,5 Kilometer. Im Prinzip ohne große Schwierigkeiten, aber das ist natürlich blank Theorie. Wie gestern nur eine Bergwertung der vierten Kategorie, ein Zwischensprint und der Bonussprint mit Zeitgutschrift 14 Kilometer vor dem Ziel. Aber im Feld herrscht Nervosität, nachdem auf der ersten Etappe große Favoriten sturzbedingt Rückstände einfuhren. Die Sprinter müssen im spannenden Finale gut positioniert sein. Wie gestern setzen sich nach dem scharfen Start direkt wieder drei Mann ab und zwei Teams sind erneut vertreten. Direkt Energie hat den Veteranen mit dabei, Sylvain Chavanel, und Vontigroup Gobert, den Neuseeländer Dean Smith. Begleitet werden sie vom Österreicher Michael Gogel aus der Equipe Trek Segafredo. Nach der einzigen Bergwertung des heutigen Tages an der Côte de Passage bei Kilometer 28 verbleibt dann Sylvain Chavanel alleine an der Spitze. Gogel muss sich behandeln lassen, Smith ist mit dem Bergpunkt zufrieden und da er mit dem großen Feld das Ziel später erreicht, wird er das Bergtrikot übernehmen. Chavanel hingegen kann das Solo an der Spitze fast schon genießen. Auf seiner 350. Tour de France-Etappe, die er heute fährt, bei seinem 18. Tourstart, der absoluter Rekord ist. Und das alles in der Heimat der Mannschaft Direct Energy, in der Vendée, der Heimat auch des Teamchefs Jean-René Bernaudot. Chavanel fährt mehr als 100 Kilometer allein an der Spitze und passiert auch alleine den Zwischensprint in Boulin. Ihm folgt das Hauptfeld, in dem sich Sagan einen kleinen, auch psychologischen Vorsprung holt auf Gaviria, der aber weiter alles unter Kontrolle hat. Nach seinem großen Auftritt wird Chavanel dann unmittelbar nach dem Bonussprint vom Feld gestellt. Aus dem Kreis der Sieganwärter muss sich Marcel Kittel dann gut 7 Kilometer vor dem Ziel mit einem Hinterraddefekt verabschieden. Im vergangenen Jahr gewann er noch die zweite Etappe. Gaviria muss auch alle Sieghoffnungen begraben, er stürzt 3 Kilometer vor dem Ziel. Und so ist der Weg frei für Peter Sagan, auch wenn der Franzose Demar den Sprint eröffnet. Sagan ist der Schnellste, vor dem Italiener Colbrelli und vor Arnaud Demar. Sagan holt sich aber nicht nur den Tagessieg, sondern auch das gelbe Trikot in La Roche-sur-Yon. Sagan ist zurück bei der Tour. Der Ausschluss vor einem Jahr ist vergessen und er feiert seinen 9. Etappensieg. Zudem aber erobert er auch zum 4. Mal in seiner Karriere das gelbe Trikot und er macht einen Schritt in Richtung 6. grünes Trikot, das er zum Abschluss in Paris gewinnen will. Ich bin sehr stolz heute, auch weil heute sehr viele Freunde vor Ort waren. Mein Vater beispielsweise, aber auch mein Bruder kam aus Žilina, meiner Heimat. Und ich widme diesen Sieg heute Ihnen allen und auch meinem Sohn Marlon. Peter Sagan profitiert vom Sturz Gavirias. Colbrelli und Demar auf den Plätzen 2 und 3, bemerkenswert, Valverdes 7. Rang. Der Sturz auf den letzten 3 Kilometern hat hingegen nach dem Reglement keinen Einfluss auf das Gesamtklassement. Für Sagan ein doppelter Erfolg, denn er lässt Gaviria und Colbrelli auch in der Gesamtwertung hinter sich. Chavanel verbessert sich durch seine Zeitgutschrift auf Rang 5. Morgen können wir größere Verschiebungen im Gesamtklassement erwarten, denn beim Mannschaftszeitfahren in Cholet sind vor allem die Teams der Favoriten Froome, Port und Quintana gefordert, die zuvor Zeit eingebüßt haben, also Sky, BNC und Movistar. Sekunden wieder gut machen auf dem Kurs mit Start und Ziel in Cholet.